Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück zur FIFA 17 Karriere in der zweiten Folge mit dem SC Freiburg. Wir stecken immer noch mitten in der Vorbereitung der Saison. Vielen lieben Dank an alle Kommentare. Ich habe mir jetzt drei Spieler ausgesucht, die ihr besonders haben wolltet. Da können wir gleich mal ein bisschen unser Augenmerk gleich drauf legen. Wir haben die ersten Trainingseinheiten gemacht, unter anderem Sününcü haben wir trainiert, aber auch andere Spieler. Ich kann gerade nur nicht da reingehen, weil geht gerade nicht. Aber werden wir gleich noch machen im Laufe des Folge. Und wir können mal ganz kurz reingehen. Die Mannschaft habe ich momentan noch so gelassen. Da gab es von euch eher keine Informationen in den Kommentaren. Außer einer, der meinte, Fünferkette, was denn da los? Aber mittlerweile sind wir schon auf der Viererkette umgestiegen. Und ich habe auch einen Spieler auf die Verkaufsliste, auf die Transferliste gelegt. Und zwar habe ich den Herrn Guede habe ich hingesetzt, weil 31 Jahre, ein Stürmer, den brauchen wir nicht mehr. Wir haben aktuell, wie man hier sehen kann, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stürmer, klar. Einer ist verliehen, der andere ist geliehen. Aber ansonsten haben wir noch Nielsen, wir haben Petersen, wir haben natürlich auch noch Philipp für den Mittelsturm. Also da haben wir noch einige, deswegen würde ich Guede eventuell verkaufen, haben wir mal drauf gesetzt. Wir haben ja aktuell nur, ich glaube, 5 Millionen plus vielleicht das Geld aus dem Turnier, was wir ja bevorstehend haben. Aber ich kann es euch mal kurz zeigen. Und zwar habe ich hier unsere Wunschliste mal etwas aufgepäppelt. Und zwar mit Modahut, den wir unter anderem eventuell, war der Kommentar, leider vielleicht mal mit Kaufoptionen Modahut. Vielleicht wäre das ja eine gute Idee. Wir haben hier Josh Onaman oder Onama, heißt der Onama? Ich glaube, er wird Onama ausgesprochen. Habe ich mir auch mal so ein bisschen angeguckt. Online vor allem auch, spielt aktuell bei den Tottenham Hotspurs. Ist für mich im Prinzip eine Sache, wo ich denke, eher so etwas unrealistisch. Aber ich glaube, es wäre noch im Rahmen, wenn man so jemanden vielleicht leihen würde oder so eventuell. Und Pascal Köpp gehabt, der geschrieben hatte, glaube ich, 9 Likes, genau, 9 Daumen nach oben, relativ viel, aber er ist ein Stürmer. Von Aue aber, das heißt ein Zweitligist, den könnten wir uns vielleicht trotzdem mal, weil ihr ihn so wolltet, vielleicht provisorisch mal holen. Da werden wir mal hingehen und werden mal versuchen, dass wir hier die Leute beobachten werden, einmal kurz. Und Mitarbeiter ausgelastet. Wir brauchen also neue Mitarbeiter normalerweise. Da haben wir momentan, ach guck mal hier, den können wir auch noch geben, aber hier, ihn können wir gerade nicht, leider nicht wirklich scouten. Wir haben noch ein bisschen Zeit, aber wir machen heute die ersten Tage, die wir voranschreiten werden. Ansonsten war es das, glaube ich. Verträge habe ich noch gar nicht wirklich gemacht, da kümmern wir uns irgendwann mal drum. Jugendstab haben wir auch schon ein bisschen was gemacht, da will ich aber noch gar nicht so viel drauf eingehen. Vielleicht wäre es ja auch an der Sache, sich einen neuen Scout zu holen oder so. Sollten wir das irgendwie machen? Ich weiß es nicht genau, ob wir da irgendwie einen neuen Scout vielleicht brauchen. Wo haben wir denn da Scout-Aufträge? Da können wir doch auch neue, genau, das wollte ich auch nochmal irgendwann machen, dass wir so Aufträge machen. Wir haben hier die Scouts, aber 4 Stück reichen. Ich weiß nicht, wie teuer die sind, aber ist schon, das will ich mir gerade nicht zumuten, dann noch mehr anzuheuern. Das reicht erstmal, das lassen wir mal so. Und wir gehen mal weiter in die, in die nächsten Tage rein. Wir haben das erste Spiel. Ihr wisst ja, die ersten Spiele werden wir einfach nur simulieren, damit wir da einfach mal schnell vorankommen. Kann ich Sie was fragen? Ja, sehr gerne. Und zwar, ich hoffe, Sie rotieren mal ein bisschen und geben mir ein wenig Spielzeit. Der Franzose Charles-Élie Laprévoité. Ja, genau so wird er ausgesprochen. Natürlich, ich schaue mir dich mal ganz kurz an. Wo bist denn du drin? Da bist du, wunderbar. 61, ja, wir haben natürlich hier mit den beiden Abraschi und Höfler, aber mit Dahoud vielleicht. Wir haben auch hier Defensive nur und ihn eben als Mittelsturm. Da würde ich ja im Prinzip, ihn würde ich ja ganz gerne eigentlich umschulen. Das habe ich auch so im Training ein bisschen gemacht. Und zwar habe ich mir überlegt, ob wir den nicht vielleicht eher so hier in Richtung ZOM ansiedeln werden. Wäre vielleicht eine Option. Könnten wir mal überlegen, ob wir das so machen werden, ob wir ihn ein bisschen umschulen werden, den Philipp vom Mittelsturm eher auf den ZOM. Habe ich jetzt beim Training so ein bisschen versucht, in die Richtung zu
Trizen, so ein bisschen Dribbling, so ein bisschen Aufbauspiel, so ein bisschen den Überblick und so. Naja, so viel dazu. Ich speichere das Ganze mal, habe noch keine Taktik gemacht. Wir simulieren mal einfach das erste Spiel mit der aktuellen Aufstellung, wo ich auch sage, damit bin ich zufrieden. Das können wir vielleicht genauso machen. Wir simulieren das Spiel einfach mal und schauen, was vielleicht daraus entstehen wird. Mal gucken. So, spielen wir mit der Mannschaft wunderbar. Wir spielen gegen die türkische Mannschaft Gaziantep. Und wir sehen hier das erste Tor von Günther, dem Linksverteidiger müsste das sein. Also sehr cool, dass wir da schon mal führen, eine sehr coole Sache. Hier ist Süme, ist auch verletzt. Leider muss da auch wahrscheinlich raus. Aber wir führen noch aktuell in der Gruppenphase, was natürlich sehr schön ist. Wir wechseln mal so ein bisschen aus, hoffentlich das Ganze ohne Verletzungen. 2:0 hier von Niederlechner. Habt ihr auch geschrieben, hahaha, Niederlechner lässt das spielen. Lass ich eigentlich nicht spielen, haben aber jetzt quasi eingewechselt. Hat auch mit einem Tor gemacht, natürlich sehr, sehr stark. Hier können wir auch wieder erstmal in das Training reingehen. Und zwar können wir die vorherige Einheit laden. Und zwar habe ich nämlich Philipp Präzisionspass machen lassen und auch Dribblings machen lassen. Und zweimal Sununchu und einmal Griffo mit reingepackt. Da können wir mal ab und an ein bisschen rotieren. Wir machen aber erstmal jetzt alle simulieren und machen mal so ein bisschen weiter das Ganze. Und sehen hier, ja, wunderbar, CCBDC ist in Ordnung, kann man mitleben. Ich bin damit zufrieden auf jeden Fall. Wir gehen noch ein bisschen weiter, bis wir mal die ersten Scout-Berichte auch fertig haben. Und Transferangebot haben wir hier für Gede. Natürlich wunderbar, schaue ich mir sehr, sehr gerne an. Und, Bochum möchte ihn kaufen. Ich werde euch mal ein Gegenangebot machen. Gefordert wird, ja, Marktwert ist, glaube ich, 500.000 gewesen. Da gehen wir mal irgendwie auf 475. Wollen wir mal ein Gegenangebot machen mit 475. Gegenangebot, Angebot absenden. Müssen wir mal ein bisschen spekulieren hier auch, dass wir vielleicht ein bisschen mehr rausholen werden. Das auf jeden Fall. Und dann haben wir auch schon, soweit als greifen wir das zweite Spiel ist auch schon. Wir könnten mal ein bisschen rotieren. Niederlechner mit dem Zoo, können wir mal eben gucken. Ja, ist der geliehene, ja, wunderbare Schönling hier mit seinem breiten Kiefer. Dennoch würde ich eher sagen, bleiben wir mal so. Wir bleiben mal so, liebe Leute. Und spielen so die nächste Simulation. Und schauen uns das Ganze mal an gegen Arouca. Ist vielleicht aus Portugal. Sieht so ein bisschen portugiesisch aus, das Wappen irgendwie. Ich weiß es gar nicht genau. Arouca ist so ein bisschen spanisch oder ein bisschen. Ich kann es nicht genau sagen. Aber aktuell noch 0:0. Und da machen wir Philipp mit dem 1:0. Sehr, sehr schön. Der gute Philipp als Mittelstürmer natürlich da auch brandgefährlich im Sturm, ganz, ganz klar. Aber hier der Ausgleich von Sequina für den FC Arouca. Bleibt es beim 1:1? Es wird beim 1:1 bleiben. Ja, kann ich trotzdem mit leben. Mit Freiburg kann man da mit einem 1:1, glaube ich, gut leben. Wir haben hier alles abgeschlossen, gehen mal ein bisschen weiter, haben hier Büro. Und genau, es gab eine wichtige Sache noch, die ich ansprechen wollte. Und zwar war es zum Thema die Spiele. Und zwar habe ich mir überlegt, ich mache es folgendermaßen. Ich lasse die Spiele am Anfang 1 zocken war. 1 zeige ich komplett. Wichtige Spiele auf jeden Fall auch. Aber vielleicht so im Mittelfeld der Saison, wenn man so, ja, keinen wichtigen Gegner hat, kann man vielleicht mal 2 Spiele in Folge machen. Vor allem auch, wenn ich die Zeit dazu habe. Ist auch nochmal ganz wichtig. So, die Scouts sind beendet für Dahoud und für Köpke. Das ist wunderbar und was ich auch sehr wunderbar finde, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet, würde mich extremst freuen. Vielleicht schaffen wir wieder mal 200 Daumen nach oben auf diese Folge hier. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir haben, ja, gratulieren, ja, wunderbar und wir haben natürlich auch bald, ja, Nationaltrainer-Anfragen. Werden wir aber alle ablehnen, das war ich jetzt schon auf jeden Fall. Wir haben hier Abschlussbericht für Hauptmann. Wer war denn Hauptmann? Wir haben auch jemanden, den wir scouten wollten. Und zwar, er ist es hier, insgesamt 57 nur, das ist aber extrem schlecht, da können wir ja gar nichts mit anfangen, leider. Da haben wir den Köpke, der auf einer 67 kommt, als Stürmer, den wolltet ihr unbedingt haben. Ja, wir werden mal eine Anfrage rausschicken, einfach nur, weil ihr ihn so sehr haben wolltet, können wir mal eine Anfrage rausschicken, so als Backup oder Zukunftsstürmer, eventuell mal rotieren lassen, ihn so ein bisschen aufbauen. Und eben Mo Dahoud mit einer. Oh fuck, der ist aber schon 79. Alter, das ist aber schon krass, ne? Ein aufregender Mann für die Zukunft. Ich mache hier mal eine Anfrage und wir schauen uns das Ganze mal an. Aber 79 ist schon ein bisschen über unserem Level.
Aber so als Laie vielleicht, ich weiß ja nicht, ob der Hut permanent spielt bei Gladbach, das weiß ich gar nicht ganz genau. Wäre vielleicht eine Option, ich bin mir gar nicht genau sicher. Wir gehen dann mal auf die Wunschliste und 15 Millionen, Alter, also so viel haben wir auch gar nicht, Leute, beim besten Willen nicht. Wir werden mal eben auch nochmal hier, Mitarbeiter ausgelastet, nicht möglich. Warum ist das nicht möglich? Wir haben doch jetzt aktuell eigentlich Scouts verfügbar, oder nicht? Warum können wir ihn nicht scouten? Was ist da los? Warum geht das nicht? Wisst ihr, woran das liegen könnte? Ob es vielleicht hier an den Scouts liegt, die vielleicht alle unterwegs sind oder so? Können wir nicht mal bei dir einfach mal scouten abbrechen? Geht bestimmt oder so, ne? Scouts zurückrufen, wunderbar. Er ist unterwegs nach Hause, mehr oder weniger, glaube ich, jetzt. Und können wir dich jetzt suchen lassen, quasi für die Wunschliste? Muss doch irgendwie so gehen, oder? Irgendwie muss es doch machbar sein. Ja, wunderbar, jetzt geht's auch. Sehr, sehr schön. Und dann gehen wir nochmal schnell weiter und machen nochmal das letzte Spiel, das wir jetzt auch mal eben simulieren werden. Und dann haben wir auch schon alle Spiele absolviert und müssten hoffentlich mit einem Sieg eventuell oder einem Unentschieden weiterkommen. Griffo, der linker Mittelfeld, ja, Stürmer schon fast, wie man es hier sehen kann, mit dem 1:0. Wunderschönes Tor, glaube ich. Mit Sicherheit wird es ein schönes Tor gewesen sein. Wir führen 1:0 und gehen damit auch in die, nein, nicht in die Halbzeit rein. Bakuto hat noch das Ausgleichstor geschossen, aber hier auch wieder dann Philipp mit dem 2:1, aber muss sagen, Petersen ist noch nicht ganz so im Spiel drin irgendwie, noch ohne Tor bis jetzt, da 3:1, aber ein Eigentor, oder? Ne, Daeli ist unser Mann, oder? Daeli ist unser Mann, genau, eingewechselt, wunderbar, hat auch noch ein Tor gemacht, da würde ich sagen, können wir mal eben ganz, ganz kurz gucken, dass wir vielleicht Petersen mal auswechseln. Niederlechner würde ich, ja, ist halt geliehen, aber trotzdem natürlich ein sehr, sehr guter Mann. Da werden wir mal eben im Sturm einsetzen, dass wir ihn vielleicht da das nächste Spiel spielen lassen werden. Speichern das Ganze und schauen da mal eben kurz nochmal ins Büro rein. Da haben wir noch ein paar Sachen hier. Transferangebots und entschieden ist, okay, wunderbar, akzeptiert. Das ist doch sehr schön, wurde akzeptiert. Vielen Dank. Wir haben im Moment kein Interesse an einem Transfer. Und, ja, das ist Preisvorstellung für Dahoud, 26 Millionen, die haben wir nicht. Ganz klar, die haben wir nicht. Wir könnten Dahoud vielleicht versuchen auszuleihen, das wäre vielleicht möglich. Das, können wir nochmal vielleicht mal gucken, ob wir eine Leihe machen oder so. Torprämie, Kurzleihe, ein Jahr, künftige Ablöse können wir nicht machen. Wir können keine Ablöse, auch noch machen. Das ist nicht, das wird nicht machbar sein, das ist... Ich würde sagen, wir können Dahoud ganz normal leihen. Kaufoptionen würde ich ja im Prinzip ganz gerne so auf 4 Millionen setzen, aber das ist halt, sorry Leute, das ist natürlich etwas, was nicht machbar ist. Deswegen gehen wir mal hier auf 0 oder auf keine, nicht festgesetzt genau. Und wir können mal versuchen, ihm 5% Torprämie geben, können wir sie gerne machen, aber ich glaube, eine Leihe wäre, glaube ich, in Ordnung und mehr aber auch nicht. Für Mo Dahoud. Vielleicht eine super Verstärkung für ein Jahr, aber es macht einfach keinen Sinn. Aber er will auch keine Torprämie haben im Prinzip. Wir können es trotzdem mal, wir lassen es einfach mal. Wir machen es mal so. Ich glaube, eine Ablöse, ihr könnt gerne mal euer Wissen mit mir teilen. Ich glaube, wird aber nicht möglich sein, da irgendwie eine andere, bessere Laie zu machen. Abschluss-Scouts, wunderbar. Was steht hier? Weitere Berichte? Ja, genau, ist abgeschlossen. Wissen wir ja. Und dann würde ich vielleicht nochmal so ein bisschen offscreen versuchen, den einen oder anderen im Mittelfeld nochmal zu holen und zu verpflichten. Vielleicht zu überlegen, wer kann denn da reinkommen oder so. Und dann werde ich noch mit euch hoffentlich im nächsten Part das erste Spiel spielen. Ich weiß gar nicht genau, wie es hier aussieht. Wann haben wir das erste Spiel? Hier ist Sununchu auch schon auf einer 69 gerade. Sehr schön. Achso, abbrechen. Nee, weiter einfach. Und haben wir denn jetzt, wir können mal in den Kalender kurz reingucken, wann sind die ersten Spiele? Wann wird es für uns interessant? Kalender ist hier und wir haben das erste Spiel, haben wir hier unten. Also extrem viel Zeit noch und da haben wir noch extrem viel Zeit, um eventuell noch ein paar zu verpflichten. Das heißt, ich würde vielleicht sogar nochmal überlegen, mir jetzt einfach die weitere Phase des... Vielleicht bekommen wir noch ein bisschen mehr Geld dazu. Das wäre natürlich auch nochmal eine ganz... wichtige Sache, die wir dann vielleicht haben werden. Hier sehen wir noch, okay, das sind verschiedene. Ah, guck mal, Transferüberblick. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Vielleicht nochmal für euch jetzt die Information. Schreibt mir nochmal Spieler in die Kommentare, die ich fürs Mittelfeld vor allem voran
holen würde. Köpke natürlich wäre auch eine Idee, möchte aber, wie gesagt, nicht wechseln. Da haben wir vielleicht, können wir da noch mal was machen. Mal gucken, ob da was geht. Kann ich vielleicht, machen wir noch mal eben kurz. Ich werde noch mal kurz auf die Wunschliste gehen und Köpke für 1, vielleicht können wir ihn ja auch holen. Ich meine, warum nicht? Wir versuchen ihn mal zu kaufen für 900.000. Vielleicht sind sie ja so und sagen, boah, den will ich aber dann doch noch irgendwie loswerden. Habt ihr euch gewünscht, werde ich euch sehr gerne versuchen zu holen. Da wir ja auch jetzt Guede weg haben für 500.000 fast, können wir ihn holen. Haben da ein bisschen Minus gemacht, ist aber vollkommen in Ordnung. Schickt mir nochmal ab die Anfrage an Köpke vielleicht und dann eure Wünsche an Mittelfeldspieler allem voran in die Kommentare hauen. Vielleicht geht da noch irgendwas, dann gibt es morgen hoffe ich die nächste Folge mit dem ersten Spiel vielleicht auch. Nee, noch nicht, wir haben noch eine Folge. Es ist am Anfang natürlich ein bisschen viel, das wir machen müssen, ist ganz klar. Die ersten drei Parts müssen ein bisschen gucken und danach geht es auch bergauf und zocken, zocken, zocken. Aber hier ist auch vor allem wichtig, da was zu machen, zu holen, vielleicht mal zu überlegen, wen wir da bald verpflichten können. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, bis morgen, lasst ein Däumchen nach oben da, haut rein, macht's gut, ciao.